Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und wir kommen zurück hier auf der NF Marsch. Wenn ich es hinbekomme, wird wahrscheinlich auch ab heute ein neues Thumbnail da sein. Ich habe ein bisschen gebastelt. Bin mal gespannt, wie es sich so mit der Zeit ergibt. Ihr habt jetzt gerade gesehen, die Presse fährt wieder Richtung Heimat. Ich habe hier nichts anderes gemacht, außer wirklich bei der letzten Aufnahme hier alles zu stoppen, Spiel speichern und fertig. Wenn ich jetzt den Helfer wieder anschmeiße, kann ich hier nicht weitermachen. Ich kann nicht weiter schwaden und ich kann nicht weiter pressen. Das war's denn für die Mission, würde ich sagen. Ne? Wir haben da zwar noch ein paar Ballen liegen. Ich hoffe, dass ich mit den Ballen die Mission alle fertig machen kann. Weil ich müsste ja auf der 61 noch Ballen abgeben. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann ist echt... das wäre echt doof. Echt jetzt? Du willst jetzt wirklich so? Willst du jetzt zum Hof fahren? Echt? Wirklich? Ich weiß, das ist ja nicht der Schwaner für die Mission, aber... ist jetzt wirklich, Daumen drücken und gucken, ob das funktioniert, ne? Also wir können jetzt echt nur noch hier die Ballen können wir immer noch einsammeln. Das ist, doof. Darum ist es, immer ein bisschen blöde, wenn man noch eine offene Mission oder halt eben sogar auch mehrere Missionen am Laufen hat. Die noch nicht abgeschlossen sind, beziehungsweise die man abschließen kann, also fertig sind, aber dann speichert und dann später neu startet, dass man nicht weitermachen kann. Ne? Na komm schon. Ich meine, die paar Ballen, die hier liegen, die werden wohl alle drauf gehen auf dem Wagen, aber ob die für den Rest der Mission von der 61 reicht, 67 reicht? Quatsch, 61. Mann, jetzt habe ich es aber auch. Ist wahrscheinlich auch alles von den Missions Dingern hier 61 ist auch Gärtnerei, ist wahrscheinlich die anderen auch. Ach, bin ich mal angezeigt. Gut, fahr du da mal hin, aber hier mach vorher mal eben einmal das Auto laut aus, dann kannst du da auch hinfahren. Wie habe ich denn zu dir gesagt, du abladen sollst? Ja, rechts ist glaube ich gut und beim Entladen. Ach Quatsch, das ist ja sowieso egal, der wird ja eh stehen. Okay, dann haben wir das. Der ist in Ordnung, der ist auch. Du bist fertig. Hm?
Ach so, der wäre ein. Okay. Ja, gut. Naja, warte mal. Den habe ich auch schon angemacht. Ja. Den sollte ich vielleicht noch anmachen. Achso, der ist angekommen, okay. Also ich hoffe ja wirklich, dass es reicht mit den Ballen, dass wir da nicht noch, was ich hier bei 99% oder so da stehen bleiben. Das wäre echt ein bisschen ärgerlich. So, der LKW, 1 Minute 16 hat er noch. Und ich kann von hier aus der an der Stelle hier auch sagen, vielen Dank. Es ist ja bei mir hier vom Aufnahmepunkt ein bisschen anders, weil wenn ich jetzt aufnehme, kommen die Folgen erst oder laufen denn erst am Mittwoch. Sage ich aber auch trotz alledem nochmal danke für, ne, den vielen Support von euch. 200 ne, Abonnenten auch geknackt. Ich meine, 203 sind wir jetzt sogar auch schon. Vielen, vielen Dank dafür, also wirklich. Das freut mich wirklich sehr. Also und hier einen netten Kommentar habe ich auch gelesen unter einer hier NF-Folge. Der hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich auch sagen. Also auch von da aus auch jetzt nochmal vielen Dank für deinen Kommentar. Und hier, ich werde natürlich auf jeden Fall so weitermachen, wie es ist. So dieses hektische, wenn ich jetzt so gucke, zum Beispiel auch bei dem Werner gucke ich ja auch ganz gerne. Es ist da, sage ich mal, manchmal auch sehr viel ne, Hektik hin und her. Und ja, stimmt. Ich meine, ich gucke mir das auch ganz gerne an, ja. Aber ich hätte jetzt eigentlich auch schon fast gedacht, dass ich ein bisschen zu schnell, sage ich mal, manchmal arbeite. Und auch so ein bisschen, ne, zu viel auf einmal möchte. Aber dann weiß ich jetzt ja so ungefähr, sage ich mal, dass ich, ne, dieses Tempo, was ich jetzt so habe, dass wir da so weit bleiben. Also ich bin normalerweise nicht so ein hektischer Typ. Also ich mag das auch im privaten Umfeld, mag ich das auch nicht. So dieses hektische, dieses hier mal schnell gehen, das, also das mag ich auch nicht so gerne. Aber was war das noch? Genau. Also auf jeden Fall, ne, vielen, vielen Dank dafür. Also ich werde versuchen, so, ne, dieses so beizubehalten. Ich habe jetzt selber bei mir auch gemerkt, dass ich auf der Südhemmern auch so ein bisschen hektischer werde. Wo ich dann auch überlege, da muss ich so ein bisschen wieder, ne, geschnallt auf der Bremse treten, glaube ich. Also, was jetzt so in dieser Woche jetzt, glaube ich, auch kommt,
Da habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen so bei manchen Momenten so ein bisschen war ich so ein bisschen ja schneller dabei, als ich eigentlich was ich nicht unbedingt will, aber ist so ein bisschen, sind so ein paar Kleinigkeiten da gewesen, wo ich gesagt habe, gut, das hättest du auch in der nächsten Folge noch machen können. Und naja, gut, ist ja nun alles schon fertig gedreht und sollte jetzt in die Folge hier jetzt rauskommen, auch schon gelaufen sein. Und wir haben hier jetzt wieder auch wieder dieses tolle Beispiel, dass er wieder vor dem Drescher herfährt, ne? Naja, wenn du jetzt, also wenn er jetzt echt wirklich nach links abgebogen wäre, ja, den hätte ich aber auch wirklich gesagt, hier, weißt du was? So, die 61 ist auch fertig. Na gut, dann machen wir das jetzt aber auch mal Nägel mit Köpfe. Ich werde jetzt nicht großartig jetzt sagen, wir müssen jetzt unbedingt das und das kaufen. Lassen wir das einfach mal so ein bisschen wirken und wenn der Preis jetzt da oben auch bis Ende der Woche oder bis Ende der Aufnahme, sagen wir mal so, bis nächste Woche Dienstag, sagen wir mal so, bis das, und wenn der Preis oder der Kontostand immer noch so bleibt, da, ich weiß noch nicht, was wir jetzt als nächstes machen, keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall ganz gerne haben möchte, dass ich ein paar Kühe in den Stall stelle. Das auf jeden Fall, ja. Wenn wir jetzt noch ein paar Kühe in den Stall stellen. Ich weiß gar nicht, Heu hatten wir, glaube ich, gemacht, ne? Stroh. Nee, Heu haben wir nicht gemacht. Also Stroh haben wir genug. Ich glaube, das wird nicht ganz so reichen, oder? Schauen wir mal, was, wenn wir jetzt unsere beiden Flächen, die wir ja am Hof haben, und Nummer 20 haben wir ja auch noch, was wir da runterholen. Ist jetzt aber natürlich auch wieder so eine Frage, haben wir einen Schwader hatten wir, ne? Schwader hatten wir, haben wir auch einen Länder. Machen wir erstmal hier das Feld hier fertig. Und dann gucken wir mal, was wir dann am Hof Gerätschaften noch da haben. Ich weiß, wir haben ja dieses, ne, tolle, ne, Mähwerk haben wir ja. Ich glaube, das müssen wir auch mal tauschen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt jetzt umswitchen auf den Pöttinger oder auf dem Quernelland oder sowas, da würde ich jetzt ein ganz stinknormales nehmen, wo wir unsere beiden Flächen erstmal mit mähen können. Würde ich sagen, also mit der Zeit geht eigentlich doch ganz gut, muss ich sagen.
Wenn ich jetzt mal so gucke, wir haben jetzt in-game 19 Uhr. Und wenn man mal überlegt, was wir Geld verdient haben. Doch, also. Einfach nur mal einen Blick riskieren, was wir. Ne? Wo wir weitermachen könnten. Also eine wäre da jetzt auch schon drin, das würde ich auch sagen. Okay. Ist das auch. Silage? Ja. Das ist wieder Heu. Das wäre auch wieder Silage. Also wenn, wirklich wenn, würde ich die hier mit Geräten machen. Dann würde ich die noch dazu nehmen. Und wenn die beiden fertig sind, dann kann man immer noch genau, kann man immer noch sagen, wir nehmen dann noch die nächste mit Silage an. Wenn die Zeit das noch hergibt. Wir haben jetzt noch einen Effekt gehabt, dass das mit der mit dem Ball noch geklappt hat. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was da oben jetzt passiert. Wird das jetzt alles einmal resettet, wenn jetzt die Mission abgegeben ist? Muss ja eigentlich, ne? Wo ist denn... Ach hey, der Abfahrer ist immer noch unterwegs. Wo musst du den ganz hin? Wir sind hier. Dürfte ja im Endeffekt nur noch einer unterwegs sein hier. So. Okay, irgendwo hat er was abgegeben. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo der ist. Ist er so ein manchmal ein bisschen blöde, wenn er genau am Abladepunkt ist, dann kann man ihn manchmal echt nicht darunter sehen. Hm, abgeladen hat er, weil er fährt. Vor allem, warum sehe ich hier keinen aktiven Helfer fahren? Da also. Aber warum zeigt er mir jetzt hier? Komisch. Ja, müssen wir jetzt erstmal einmal kurz warten. Oder wir können aber auch noch mal eben so ein bisschen hier auch am Hof noch mal einmal aufräumen. Bis hier der Helfer da ist. Also ich sehe, er fährt erst da. Den auch in hier stehen. Warum ist der noch ausgeklappt? Also hat irgendwie heute hat Adi wieder keine Lust, irgendwie hier die Gerätschaften einzuklappen oder?
So, dann gucken wir mal einmal in die Runde. Bist du gleich da oder? Fast, ja. Er muss ja noch eben über die Brücke und dann ist er ja auch schon da. Naja, warten wir mal eben. Bleiben wir mal hier eben kurz drin sitzen, ist ja nicht ganz so langweilig. Aber ich sehe gerade, wir haben das auch mal das halt geschafft. Uiuiui. Okay, dann sage ich wieder, ne? Vielen Dank fürs Zugucken. Sehr gerne morgen wieder reingucken, wenn ihr morgen denn ja, wieder für euch da. Und natürlich bin ich ja nicht aber der fährt weiter. Egal. Auf jeden Fall, ne? Danke fürs Zugucken. Gerne Däumchen da lassen. Und bis morgen. Haut rein. Ciao, ciao.